So. Hallo Freunde, Chris Kamin hier wieder, ungekürzt, unverblümt und immer geradeaus. Heute wirklich mal ungekürzt. Ich mache heute einen sehr Jetzt ist da schon die Feuerwehr. Tatü, tata. Ich habe heute das Fenster auf. Ihr guckt euch das Video jetzt an im Jahre 6342, wahrscheinlich im Dezember. Wir haben es gerade Juli 2022 und es ist scheiß heiß. Es ist wirklich einfach heftig. Hitzewelle in Deutschland. Oh, Hitzewelle in Deutschland. Ja, das bedeutet für mich, ich trinke heute mal eine schöne kalte Cola. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich heute ein sehr spontanes Video hier mache. Habe mich mal kurz dazu entschlossen. Und warum ist das spontan? Ihr merkt es, ich habe mich nicht rasiert. Ah, ja, bedeutet, müsst ihr mitleben. Ist mir auch voll egal. Ich habe eine Menge Kleinkram und gerade kamen so ein paar Pakete rein. Da dachte ich, mache ich mal ein Symbol Haul. Ja, wieder ein Symbol Haul Video. Und sage an ein oder zwei, drei Punkten so ein bisschen Dankeschön. Ja. Ich muss mich kurz ein bisschen sortieren. Fangen wir mal erstmal an. Erstmal, was habe ich? Ich brauche eine Cola. Ein Aschenbecher, weil ein guter Freund, hallo Helmut, hat mir was Schönes geschickt. Und das, die muss ich ja noch anschneiden. Ich muss nochmal aufstehen. Oh, yeah. Ja, verrückt. Ja, so ist das mit den Zigarren, wenn man was brauchen will. Mein Zigarrenschneider ist auch zu Hause, deswegen nehme ich jetzt mal den Hobby-Cutter. Erstmal hier kurz die Banderole loswerden. Die sitzt hier auch knackeneng. So, die kommt jetzt hier auch mal weg. Zack. Ja, jetzt alle Zigarrenliebhaber nicht hingucken, was ich jetzt hier mache. Obwohl, ihr habt das wahrscheinlich auch schon mal heimlich gemacht. Wenn man gerade mal keinen Zigarrenschneider da hat. Sehr schön. So, nimmt man einfach mal einen Hobby-Cutter. Kann ja mal passieren. Cool. Ja, also Helmut, vielen Dank erstmal. Ja, ich glaube, das tönt schon mal ganz gut. Das wird auch ganz wunderbar. So, ich muss ein bisschen Platz machen. Das war das erste Dankeschön an den Helmut. Und zweites Dankeschön an den Bene. Und zwar der Bene hat mir eine wunderschöne CD von seiner Band geschickt. Und da mache ich natürlich gleich mal Werbung für. Und zwar aus dem schönen Kasslerland, Elevator. Und zwar, ja, wie soll man das bezeichnen? Ich hoffe, der Bene wird mir jetzt nicht irgendwas abreißen. Aber ich höre hier viele Einflüsse. Jazz natürlich, also wir reden hier über eine Jazz-CD. Da sind viele Sachen drin, so ich sag mal so ein bisschen mittlerer bis später, Miles Davis höre ich da viele moderne Sachen, so ein bisschen Einflüsse, Happy Apple, EST höre ich da so ein bisschen raus. Manche Bassläufe klingen fast so ein bisschen nach dem guten alten Irmin Schmidt für mich, wer den noch kennt. Sehr schöne Sache. Bene Schuhe, Gabriel Steiner am Bass, gefällt mir sehr gut. Auch der Lars Germann gefällt mir am Piano, Vincent Wolf an der Gitarre, hervorragende Platte, muss ich sagen. Elevator aus dem Jahre 2020 bei... Erschienen bei Phonektor heißt das Label hier, glaube ich. Ja. Kleines Digipack, so mit. Googelt mal, ihr findet das oder ich versuche mal unten was reinzustellen an Link. Vielleicht, die kann man bestimmt noch irgendwo kaufen. Also auf jeden Fall. Support this band, they're wonderful. Cool, ja, das im Prinzip. Ich kann jetzt leider keine Musik dazu dudeln lassen. Ihr wisst ja, YouTube, dann gibt es so ein Copyright Infringement. Und das bedeutet, die machen dieses Video dann hier dicht. Das wollen wir natürlich nicht so. Den Don Diego stelle ich jetzt auch mal beiseite, weil ich brauche ein bisschen Platz hier. Wir haben Becken, überall Becken. Jetzt ist das Ding schon eher kalt geworden. Becken. Da ich jetzt wieder mal auch so ein paar Sachen gesagt habe und deswegen ist es auf jeden Fall auch eine Werbesendung. Hier festgehalten von meiner wunderschönen alten Ölkanne. Ist auch noch so ein kleines Zweithobby von mir, falls ihr es noch nicht wisst. Ich sammle alte Ölkannen. Also falls ihr bei euch im Keller noch schöne alte Ölkannen habt. Das ist ein lustiges Exemplar. Das soll von der US Air Force sein. Hat hier so einen lustigen Drücker irgendwie. Und ja, super geiles Teil. Wir machen das. Tschüss. Ölkannen. Irgendwann mache ich nochmal ein Video über Ölkannen. Haha. Herrlich. Aber was will ich eigentlich sagen? Ich will ein paar lehrreiche Sachen zeigen. Und zwar, wir fangen einfach mal an. Was habe ich hier zu meiner Linken? Ein Paiste, super, Formula 602, Swiss Made. Ihr könnt den Stempel wahrscheinlich nicht so gut sehen, so wie ich. Ja, also hier wunderschönes Becken, schöner Zustand, also auch oft geputzt. Kann man nicht meckern, die Punze ist wunderschön, das hat auch überhaupt keine Macken. Ja, gut, eine kleine hier an der Kante, alles tippitoppi. Aber jetzt kommt, es sind ja Hi-Hats. Jetzt guckt euch mal das hier an. Da kann ich ja hier quasi, das ist ja fast schon ein Zigarrenhalter hier. Ne, also da kann man ja jetzt so das ein oder andere, kann man einen Stock schon reinkleben.
Ja, das ist so ein klassischer Versuch. Er hat mir ja beschrieben, dass da was kommt mit einem Riss. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Und zwar, hier ist wieder versucht worden, ein Becken zu schweißen, zu löten, irgendwas. Also auf jeden Fall, ihr seht ja, wie das Ding quasi an der Stelle komplett ausgeblüht ist. Auf der Rückseite sieht man es auch noch. Da sind nochmal Reste von der, ja, ich nenne es mal nicht wirklich Schweißnaht, einfach von dem Versuch, dieses rausgebrochene Stück da wieder reinzubringen. Das ist das Problem natürlich. Ihr seht ja diesen Bereich, der hier komplett weggeblüht ist. Das hört... Ich habe ja noch hier mein... Der Herr Professor hat mal sein Zeigewerkzeug heute aktiviert. Und zwar, der geht natürlich rein optisch gesehen nur bis hier, geht aber sicherlich auch noch bis hier rüber. Also im Prinzip das Material hier ist großflächig, naja, ich sag mal thermisch jetzt nicht nur verformt, sondern auch in seinem Gefüge eigentlich ziemlich Banane, weil ich schätze mal, das Becken ist nicht abgeschreckt worden, sondern wahrscheinlich einfach langsam ja, abkühlen gelassen worden sein. Ja, toller Satzbau. Deswegen, verzeiht mir, es ist zu heiß. Ja, jedenfalls, das ist natürlich eine Geschichte, es funktioniert nicht. Nein, macht keine Experimente. Ich weiß, ihr kennt irgendwo immer einen Schlosser oder irgendeinen, der schweißen kann, der sagt euch, er kann das machen. Nein, macht es nicht. Ich muss mir jetzt überlegen, was ich mache. Ich werde es nochmal erhitzen müssen, werde es dann nochmal entsprechend ganz schnell abschrecken und dann werde ich gucken, ich muss ein großes Stück rausnehmen. Also da komme ich nicht drum rum. Also hier wird eine große Ecke fehlen am Ende. Also gucken, kann für Hi-Hats ist das okay, wenn das dann das Bottom-Symbol ist, das kann auch passen. Ja, ich wollte es noch unbedingt, wie gesagt, nochmal zeigen, weil macht sowas nicht. Nein, das macht keinen Sinn, leider. Ist schade drum. Also deswegen, es war ein relativ kleiner Riss, der zwar noch relativ lang reinging, ne, also im Prinzip dann so bis hier hat jemand noch eine kleine Stoppbohrung gesetzt. Ja, das hätte man dann irgendwie noch fixen können, aber so muss ich jetzt sicherlich gucken, dass ich erstens das hier an Material alles erhalten kann. Das muss ich mir dann angucken und wenn ich Pech habe, muss ich hier wirklich relativ großflächig dran und ja, was rausschneiden, ja, ist schade. Ansonsten ein schönes Becken. Ja, ein Fin vor allen Dingen. Peiste Formula 602 Fin. Ein Gruß geht raus an alle Peiste Formula 602 Fans. Ich bin selber einer. Ich mag die Dinger. Ist eine sehr schöne Bronze. Dreht sich auf der Drehbank hervorragend. Darauf trinke ich einen Schluck. Werbung Cola. Ja. Ah, Cola. Wunderbar. Das klingt schon wieder kalt. Ich sag euch was. Ja, so viel zum Thema Hitze. Also da reicht wirklich die Hitze. Ihr müsst ja sehen, wenn ihr ein Becken schweißt, die Hitze, ihr könnt es mal unten in die Kommentare. Also ich weiß ja nicht, wie das geschweißt worden ist, was derjenige versucht hat, Wick, Mack, irgendwie sonst wie schweißen. Was für Temperaturen da im Prinzip und eine Bronze, ich meine, die gibt ja schon auf eigentlich bei 700, 800 Grad. Bei 900 ist dann ganz vorbei. Also demzufolge, ja, schade drum. Was habe ich noch bekommen? Ein K. Man sieht gar nicht mehr, dass es ein K ist. Naja, obwohl. Bisschen was ist ja noch übrig sozusagen vom K. Halte ich mal hier hin. Hat ein übliches Problem. Und zwar, ich habe schon viele Ks gehabt, die dröhnen. Warum dröhnen sie? Das ist auch ein sehr schweres. Ist ein 18 Zoll sozusagen ein kleines ja, Clubreit, würde ich das mal nehmen. War mal so ein K-Custom irgendwas. Naja, K-Custom-Reit. Man kann es nicht mehr lesen. Ist auch ultra heftig gehämmert worden. Kuppe blank gelassen, ja, warum auch immer. Ja, also ich weiß nicht. Ist halt wieder so ein Klassiker, weil die Dinger sind einfach viel zu fett außen. Und demzufolge wollen die ganzen Frequenzen, die im Prinzip sich so schön aufschwingen, die können nicht weg, die können nicht abgebaut werden. Die bleiben im Prinzip im Becken irgendwie stecken. Und deswegen haben die Dinger so einen ganz tiefen Dröhnen. Und das ist leider bei sehr vielen der Fall. Wenn man Mikro anhält, ist das schon ziemlich, kann es richtig fies klingen. Ja, und das ist schade, weil die gibt es auch in 20 Zoll. Irgendwie da geht das zum Teil manchmal. Aber wie gesagt, hier in 18 Zoll. Ich habe es gehört, schon relativ prägnant. Muss man halt, muss man was machen. Ich werde hier ein bisschen runter sein nachher. Mal gucken, ob ich es noch vielleicht ein bisschen nachhämmern muss. Aber geht auch. Aber das nur mal so als Info. An die Leute draußen, die ein altes K haben oder naja, ist ein relativ modernes K, das ein bisschen dröhnt und deswegen irgendwie in der Proberaumecke so ein bisschen verschimmelt. Man kann was mitmachen. Man kann was mitmachen. Was haben wir noch? Schöne Becken. Ja, jetzt habe ich mal ein schönes Becken gezeigt. Jetzt zeige ich mal noch ein schönes Becken. Und zwar einen üblichen Bythanten. Ein meine Bythanz B20MCB. Ja, ganz klar natürlich ein Medium Crash Bythanz auf Hochglanz poliert. Auch noch eigentlich sehr schön im Zustand. Also wenn man jetzt quasi sich die,
die Marken anguckt und wenn man sich den Print anguckt, die Oberflächen, würde man sagen, ja, das ist ja jetzt gerade mal vielleicht 2 Monate alt. Ja, es hat hier so eine kleine Oxidationsstelle, keine Ahnung, was hier passiert ist. Muss ich mal gucken, ob man das irgendwie, ich krieg's so ad hoc nicht ab, aber da werden wir auch noch ein bisschen drüber polieren mit der Schwabbelscheibe. Also polierte Becken wie sowas kennt ihr natürlich mit Elsterglanz oder was es immer da gibt, so an Polierpasten, mühsam mit Hand polieren, ist nicht so empfehlenswert, macht keinen Spaß. Schwabbelscheibe und dann halt auf dem Schleifbock und dann geht das schon. Ja, hat einen Riss und der ist relativ fies. Weiß nicht, ob ihr es hört, aber da war dieses... Ich habe auch, man muss lange suchen bei ihm, aber ich habe ihn dann gefunden. Es ist ein kleiner, länglicher Riss, der hat vielleicht nur 5 cm, aber er sorgt davon, dieses Becken eigentlich nicht zu gebrauchen ist aktuell. Es macht wirklich nur brrr. Erinnert mich so ein bisschen an Black Sabbath Paranoid, den Song. Da müsst ihr mal ein bisschen auf dieses Crash irgendwas hören. Klingt ja brutal, also das könnte man damit wahrscheinlich auch machen. War ja wohl auch ein kaputtes Becken, was damals auf der Aufnahme verwendet worden ist. Ja, aber das ist auf jeden Fall, ja, da muss ein kleines Stückchen raus, ausgefräst und dann, glaube ich, wird das wieder schön. Hier ist der Tipp an euch, wenn ihr so ein Becken habt, was so klingt. Und ihr wisst nicht, wo es ist. Und manchmal ist der Riss wirklich ganz, ganz schwer zu sehen. Dann nehmt die Becken so ein bisschen auf einer Tischkante, biegt das ruhig so ein bisschen runter und sucht so ein bisschen. Und irgendwann werdet ihr sehen, ah, da, ihr könnt sogar eine Taschenlampe runterhalten oder irgendwas. Manchmal hat man dann Glück und dann sieht man so den Lichtschein durch. Aber man sieht auf jeden Fall dann, der Riss weitet sich ja ein bisschen und dann guckt man da ein bisschen rein und sieht, ah, da ist er, okay. Und dann einfach anzeichnen, Becken nicht weiter berühren oder irgendwas mitmachen, an mich schicken. Ich mache euch das, kein Problem. Gut, das kriegen wir hin. Dann habe ich so ein bisschen ein paar kleine Geschenke bekommen. Das finde ich ganz toll. Und dann muss ich mal in mein Notizbuch jetzt reingucken. Ich habe mir mal ein Notizbuch gemacht hier. Und zwar, da gab es noch einen kleinen Brief mit der Anrede Cheffe. Das finde ich schon mal gut. Ich habe dir noch 500 Euro ins Paket gelegt. Scheiße, jetzt habe ich den Karton weggeworfen. Naja, egal. Der Riss ist nicht allzu groß. Genau, ja, der ist auch nicht allzu groß, 5 cm. So, und da gab es so ein bisschen, kleine Geschenke, wo ich mich immer freue, so ein bisschen. Wo ich vor allen Dingen euch immer mal so ein bisschen was zeigen kann. Gar nicht mal so alt. Meinl HCS. Ein HCS 18CR, sprich ein 18er Crash. Messing, ne? Also hier reden wir wieder so über Low Budget. Ne? Das ist so ein 18er Crash-Ride, das sieht man so an ganz vielen Schüler-Sets oder in der Schule vor allen Dingen auch so an Schulsets. Die haben immer ja jetzt nicht so das Geld und sagen jetzt irgendwie, jetzt gehen wir zu Kalaminzimmels und lassen uns einen schönen Satz Maß fertigen. Nee, die kaufen dann einfach von der Stange irgendwie sowas hier. Ja, das ist, ja, brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden, ist ganz lustig. Sowas ist immer cool für, sage ich mal, erstens Workshops, weil ich gebe ja Workshops, wieder ein kleiner Werbeblock, Workshops. Auf solchen Becken kann man sehr gut hämmern lernen, weil Messing ist nochmal sehr weich, verzeiht auch Schläge, die mal daneben gehen, verzeiht auch so ein bisschen schlechte Behandlung. Das bedeutet, ihr könnt hier nur so ein bisschen, sage ich mal, die Techniken lernen, wenn es darum geht, einfach mal, wie hämmer ich im Becken, was passiert dann, wo hämmer ich Spannung rein, wie hämmer ich das ein bisschen mehr wobbly oder so. Was passiert dann? Wo wird es trockener? Ne, das kann man durchaus mal mit so einem Messingbecken machen. Hier mit so einem HCS. Das tut dann nicht groß weh. Ja, dafür auf jeden Fall vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das wird sicherlich ein Workshop-Becken. Dann noch was Ähnliches, auch für einen Workshop. Musste ich googeln. Und jetzt brauche ich wieder euer Schwarmwissen. Und zwar habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und ich habe es damals auch nicht gewusst, wo die her sind. Und zwar Redwood. Redwood Messingbecken. Eine Google-Anfrage hat erstmal nicht so viel erbracht, also deswegen, ich weiß gar nicht, wo die so her sind, ob das jetzt ein chinesischer Anbieter ist, der sich irgendwann mal gedacht hat, wir müssen das jetzt hier mal irgendwie Englisch benennen. Ah ne, es steht Made in Germany drauf. Also vom Abdrehmuster so hätte ich auch gesagt, das ist irgendwie so ein altes Meinl-Derivat oder irgendwas. Also wer irgend noch was weiß für oder über Redwood Cymbals, der kann mir mal Bescheid sagen. Redwood, ne? Also schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, von wann die sind. Ob es sie überhaupt noch gibt, also ich glaube nicht, weil wenn Google nichts gibt, dann gibt es sie wohl auch nicht, kann man wohl aktuell nicht mehr kaufen. Würde mich einfach nur mal interessieren, wer die irgendwann mal gemacht hat und aus Spaß auch, was mal damals so ein Satz gekostet hat. Ja, wird auch so ein Workshop bereit, wie gesagt, Messing kann man super nehmen zum bisschen drauf trainieren, nenne ich das mal. Was haben wir noch? Ja, auch ein Klassiker, ZBT. Ich
muss sagen, also wenn ihr mal irgendwo ZBTs habt bei euch und die verschimmeln irgendwo in der Proberaumecke, weil sie vielleicht mal einen kleinen Riss haben oder einfach völlig verschmackt sind und einfach nicht mehr gut aussehen und ja gut klingen, ist auch mal echt so eine Sache. Das ist hier so ein 16er Rockcrash. Man kann aus denen auch relativ schöne Sachen machen. Also da bin ich so ein bisschen beim guten alten Johann van der Siepe, der im Prinzip hier auch dann viele alte B8-Becken so ein bisschen umgearbeitet hat. Das mache ich auch mal ganz gerne aus den Dingern. Da kann man zum Teil schöne Sachen draus machen. Deswegen, das wird ja auch sicherlich ein High Top oder Bottom irgendwas ran in 16 Zoll. Das ist immer ganz witzig und auch ganz cool. Also wenn ihr da irgendwas habt, irgendwie, dann sagt mir Bescheid, wenn ihr die irgendwie nicht mehr braucht oder wenn es dann irgendwie ja, unter den Hammer muss oder keine Ahnung was. Oh, jetzt habe ich schon wieder so viel gesprochen, jetzt muss ich wieder nochmal was trinken. Was haben wir noch? Wieder was Kaputtes. Ah, wir haben so viel schöne Kaputte weg. So, und das Quiz geht los. Wer ist das? Dim, 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 dim. Ja, die Antwort war die Riel. Genau, du hast es gewusst. Da hinten, zweite Reihe, dritter Mann. Sehr gut. Ein die Riel, Robert Hi-Hat Top. 14 Zoll, ne? Also Robert. Da spart man sich das Abdrehen. Sieht cool aus. Macht klanglich jetzt nicht so den allergrößten Unterschied. Aber ihr müsst immer denken, der Witz ist wirklich immer bei solchen Becken. Wenn jetzt ein Hersteller zu euch hergeht und sagt, okay, er hat jetzt den Teil abgedreht und den nicht und verkauft dann witzigerweise diese Serie teurer als eine Serie, die normal abgedreht worden ist, ja, dann müsst ihr euch fragen, warum. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil hier ist ja, man hat sich ja Arbeit gespart. Ja, also sie haben ja hier nur drüber gehämmert und im Prinzip das Einzige, was die Sache hier naja, ein bisschen erlesen macht, ist sozusagen natürlich die, sie müssen immer natürlich das Material und die Rohlinge aussuchen, die keine schadhaften Stellen haben in dem Bereich, weil die sieht man ja dann natürlich. Das bedeutet, wenn hier mal irgendwas drauf ist, so eine kleine Stelle oben, vielleicht noch eine kleine dickere Oxidgeschichte oder irgendwas noch Mineralkruste drauf oder so, das kann man ja durchs Abdrehen dann wieder runterholen. Aber wenn hier im Prinzip, hier muss ja alles schön und schick sein, dann könnte man es ja nicht verkaufen. Weil die Rückseite auch, das bedeutet ja, da ist im Prinzip der einzige Unterschied, wo man sagen kann, okay, ja, das macht Sinn, das einer noch, ja, sag ich mal, tieferen Qualitätskontrolle zu unterziehen. Und das ist auch mein Stichwort. Qualitätskontrolle, ja, die Riel. Ja, ich, viele, also wirklich, ja, schon viele kaputte die Riels in der Hand gehabt und gesehen. Viele sind zu schnell gedreht, habe ich das Gefühl. Ich habe auch heute, oh, auf Instagram, von wem war denn das? Oh, kriege ich das noch raus? Symbols, irgendwas, ja. Auch mit einem affenartigen Tempo auf der Drehbank, bestimmt 400 Umdrehungen, Becken gedreht. Das war noch, war das Ding fertig. Das ist natürlich, sage ich mal, für einen Massenproduktionsprozess ideal, weil ich kann quasi in der doppelten Zeit oder in der halben Zeit Becken machen oder andersrum gesagt, ich kann in der selben Zeit den doppelten Output generieren. Ist aber echter Stress für die Becken und sowas kann dann hier am Ende natürlich auch passieren. Also hier haben sich im Prinzip mehrere Radialrisse und zwar für mich sind das hier im Prinzip, hier ist ein Radialriss, hier ist ein Radialriss, hier ist ein Radialriss. Die haben sich im Prinzip vereinigt dann zu einem großen Riss. Weil im Prinzip der Brückenschlag von hier, das ist ja nur ein kurzer, das sind so 8 mm, hier rüber ist ein Zentimeter vielleicht, na gut, und bis nach außen waren es dann auch nur noch 2 cm. Das bedeutet, hier war dann der Bruch drin. Haha. Ja, also das ist sicherlich ein Becken gewesen, zu schnell, zu heiß gedreht, zu viel Druck auf dem, ja, auf dem Drehwerkzeug. Und da im Prinzip, ich weiß ja nicht, die Riel, ob die mit Schneidplatten arbeiten, Wendeschneidplatten oder auch mit hart gelöteten Drehspitzen, dann ist das auch immer noch so ein kleiner Unterschied. Aber ja, ist schade drum, weil wäre sicherlich mal oder war mal ein schönes Becken. Wir werden es nicht mehr rausfinden können, weil jetzt klingt es natürlich noch gar nichts mehr. Da bleibt jetzt nicht mehr viel übrig. Also man kann natürlich noch einen Splash oder irgendwas draus machen. Auch wieder hier für euch die Info natürlich, ne, wenn ihr jetzt hier, das waren mal 14 Zoll, oben gehen jetzt 2 Zoll weg. Und dann sagen die Leute zu mir, ja, mach doch einen 12 Zoll Splash draus. Dann, nein, geht natürlich nicht, weil man muss ja natürlich hier, unten muss man auch nochmal 2 Zoll abziehen. Das bedeutet, 14 minus 2 minus 2 bleiben nur 10 Zoll übrig. Ne? Und am Ende wird also hier, ja, maximal ein 10 Zoll Splash übrig bleiben. Ich muss hier auch nochmal so einen kleinen Sicherheitsbereich sozusagen, wir sehen auch nochmal von ein paar Millimeter, es kann sein, dass 10 Zoll auch gar nicht zu realisieren sind, dann würden es vielleicht 9 Zoll oder im besten Fall dann, um safe zu gehen, 8 Zoll wären, kann man dann machen. Jo. Also für ein, ich schätze mal, ja, das wird dann nochmal so ein kleines 8 Zoll Splash oder sowas, was dann irgendwo, ja, übrig bleibt. Ja, ist schade drum, aber gut, dann wird es wenigstens weiter verwendet und es hat dann irgendwie nochmal einen Sinn und einen Zweck. Ja, also auf jeden Fall, ich danke dir. Das ist eine Spende, ein Geschenk aus Mannheim. Grüße gehen raus, du weißt, wer gemeint ist.
Und jetzt habe ich noch eine Geschichte, die ist so ein bisschen off-topic. Becken, Ölkanne war ja eh schon off-topic. Jetzt habe ich noch mal so ein anderes Thema off-topic. Und zwar, der liebe Alex, wir haben hier in Rostock das sogenannte Lederkombinat. Die machen Geschichten ja, von, sage ich mal, Würfelbecher bis so kleine Feuerzeugcover, irgendwie auch alles Portemonnaies und so, alles handgefertigt mit gutem deutschen Leder. Also auch Bio-Bauer-Leder, Bio-Kühe. Es waren glückliche Kühe, bevor sie dann zack und haut ab und naja, ihr wisst schon. Ja, und der macht lustige Sachen und zwar, klein aber fein, Unterlegscheiben aus Leder und zwar ziemlich dickem Leder. Das sind 3 mm Leder, das nimmt er normalerweise für entsprechend Würfelbecher. Und ja, daraus hat er mir mal ein paar U-Scheiben gemacht. Die habe ich jetzt einfach mal auf meine, ihr seht es, auf meine Slinger in Snare mal drauf gemacht. Wirklich nur die Lederscheibe. Ohne irgendwas anderes noch drunter. Ich habe die normalen Unterlegscheiben habe ich rausgeworfen irgendwie und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also, das ist eine echt schöne Sache. Sie haben nochmal ein weicheres Gefühl. Geben gerade, finde ich, bei Gussreifen, deswegen habe ich das bei der auch mal gemacht mit Gussreifen, geben nochmal ein bisschen weicheres Gefühl, weil oft sind ja manchmal Gussreifen so ein bisschen steif. Man zieht hinten an und schon wird auf der anderen Seite wird die Schraube wieder locker oder irgendwas ist dann nebenan, weil entsprechend der Gussreifen ja selber so steif ist. Und ich habe genau das Gefühl, dass diese Lederunterlegscheiben hier nochmal so ein bisschen Give and Take haben, dass wir hier im Prinzip nochmal so schön das Ganze ein bisschen ausgleichen. Also ich bin sehr begeistert. Ich wollte nämlich dieses Snare immer mit Gussreifen hören und konnte sie jetzt hören, weil jetzt ist die richtig, richtig lecker knackig. Ich habe einen schönen trockenen Pitch bekommen. Ich muss sagen, ich bin sehr angetan. Also, ich versuche das nochmal. Ich weiß nicht, ob er die irgendwann mal verkaufen wird, so solo auf Etsy oder so. Er hat einen Etsy-Store. Sucht mal auf Etsy nach Lederkombinat Rostock. Da müsstet ihr wahrscheinlich ziemlich schnell auf den Alex kommen. Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, ob er das demnächst reinschreibt. Wenn nicht, nervt ihn mit E-Mails, dass er euch so Dinger machen soll. Dann geht er damit mal bestimmt in Serie. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Das sind hier die Prototypen. Die sind schon mal perfekt. Ja, ich halte es hier nochmal in die Kamera. Schaut es euch an. Also ich muss sagen, das ist eine gute Arbeit geworden. Da kann man jetzt echt nicht meckern. Und ja, ich finde eine Aufwertung auf jeden Fall für das, naja, gerade Vintage. Ich finde den Look auch gut, muss ich sagen, ja. Ja, ja. Das war jetzt aber auch echt viel Werbung, ne? Ah, Werbung muss ja sein. Gut, damit bin ich jetzt eigentlich schon fertig. Das heißt, ihr könnt jetzt abschalten, irgendwas Sinnvolles tun. Mir fällt es auch nichts Sinnvolles ein. Vielleicht fällt euch ja irgendwas Sinnvolles ein. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwas Sinnvolles habt, was ihr jetzt machen wollen würdet, ne? Ich überlege jetzt auch noch ein bisschen, weil es heute echt so heiß, ich habe jetzt keine Lust mehr im Becken zu hämmern heute, weil man schwitzt wie ein, ne, das muss echt nicht sein. Deswegen sitze ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen, trinke meine Cola. Oh. Ich kann mal auch diesen Handschuh, dieser Handschuh hat jetzt auch irgendwie schon ein Loch, den kann ich, glaube ich, auch mal entsorgen. Ich trage die ja immer, weil ich ja die Becken anfassen muss, weil ich ja nicht quasi jetzt mit meinen Schwitzefingern auch die Becken der Kunden sozusagen hier begatschen will und das mache ich natürlich nicht. Deswegen, so, die ist jetzt wahrscheinlich wieder ausgegangen. Moment, nochmal wieder anfeuern. Verrückt. Schön. Schön. Ja, also sinnvoll. Was werde ich heute noch Sinnvolles machen? Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Heute ist auch echt ruhig hier, muss ich sagen. Finde ich auch mal gut. Ist mal so ein Tag, wo nicht so viel Alarm ist hier. Ja, ja, ja. Ja, ja, finde ich gut. Hört ihr die Uhr? Ich habe ja mehrere Uhren hängen. Schön. Aber jetzt sitze ich einfach mal noch eine halbe Stunde oder so. Einfach mal sitzen. Letztens hat mir YouTube so ein Video empfohlen von Adam Savage bei seinem Kanal, ist glaube ich Tested, ja. Adam Savage von Mythbusters, kennt ihr, ne? Also der mit der Brille. Ja, der ist ja mittlerweile auch schon reiferes Semester. Hat eine super geile Werkstatt, also guckt euch auf jeden Fall seinen Kanal an, falls ihr den noch nicht kennt. Adam Savage mit V, Savage, Savage, Tested, ja. Ist sein Kanal und super geile Werkstatt, muss ich echt sagen. Da bin ich ein bisschen neidisch. Der hat natürlich alles, also auch super gutes Zeug. Ne, richtig lecker. Finde ich schön. Und der wurde mal gefragt, irgendwie, ob er auch einfach mal in seiner Werkstatt sitzt und chillt. Also ich kann für mich sagen, ja. Einfach mal sitzen und chillen ist echt schön.
gerade so in der eigenen Werkstatt muss man sagen, ja, wenn man sich's auch ein bisschen heimelig macht, ne, manche Werkstätten sind ja auch so einfach ein bisschen versifft irgendwie, ne, aber wenn man so ein bisschen Acht gibt und einfach mal sich ein paar bequeme Ecken noch macht, irgendwie, die nicht völlig verdreckt sind, wo man mal in Ruhe so ein bisschen hocken kann, herrlich, einfach nur herrlich. Ne, dann kann man sich auch mal seine Ölkanne angucken, mal kurz am Ventil ziehen, katschum, schön. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal chillen. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Und verrückt, wer sich den Quatsch jetzt bis zu Ende angeguckt hat. Aber egal. Tschüss.